Meine sehr geehrten Damen und Herren, Dr. Christian Egl-Seher ist Internist aus Amstetten und er ist Ihnen sicher noch bekannt aus unseren früheren M4TV-Gesundheitstipps. Dr. Egl-Seher ist Wahlarzt und Bezirksärztevertreter und er ist an uns herangetreten, um die vielen offenen Fragen rund um die anstehenden Corona-Schutzimpfungen zu beantworten. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich im Vorfeld und begrüße bei uns im Studio. Herr Dr. Egl-Seher, warum ist Ihnen das so ein Bedürfnis? Naja, seit einem Jahr ist unser Leben nicht mehr so, wie es früher war. Die Wirtschaft leidet massiv, damit wir alle. Auch gibt es weltweit tagtäglich zigtausende Kämpfe ums Überleben. Und zigtausende Überlebenskämpfe werden verloren. Ich nehme an, dass die meisten Leute wieder die alte Normalität zurückwünschen. Ja, geht denn das? Also kann man das erwarten? Naja, prinzipiell, das Virus ausrotten werden wir nicht können. Derzeit gibt es leider keine wirksamen Medikamente am Markt. Sind welche in Sicht? Ja, aber alle erst in den Phasen 1 der Studien. Erst seit ein paar Tagen gibt es neue Erkenntnisse, dass sogenannte monoklonale Antikörper, die in der Rheumatherapie bereits sehr gut eingesetzt werden, möglicherweise einen Durchbruch bringen. Aber das ist alles erst seit ein paar Tagen. Und da sind wir auch schon ganz tief drin im Thema. Wir kennen ja die bisherigen Maßnahmen, also Händewaschen und Desinfektion, der Mund-Nasen-Schutz und vor allem Abstand halten. Haben die eine Wirkung, die wirklich brauchbar ist? Also zwischendurch zweifeln ja immer wieder viele Personen. Ja, also im Großen und Ganzen haben diese alle schon einen Einfluss auf die Pandemie. Die Pandemie kann man damit zurückdrängen, vor allem Atemmasken, also Mund-Nasen-Schutz in Innenräumen. Draußen sind sie weniger wichtig, wenn man einen Abstand einhält. Zu den Mund-Nasen-Schutz möchte ich schon noch kurz erwähnen, wirklich nur FFP2 und FFP3-Masken bringen einen 98%igen Schutz, alle anderen weit weniger. Und wenn sie nicht getragen werden, praktisch überhaupt keinen Schutz. Genau, wenn sie richtig getragen werden. Also unbedingt auch über die Nase. Unbedingt, ja. Und vor allem, also es müssen wirklich gute Masken sein, nicht die ich im Stoffgeschäft kaufe, die seitlich offen sind und so weiter. Lediglich eine Impfung, und die gibt es jetzt seit Kurzem, die kann uns von der Pandemie so weit befreien, dass wir halbwegs ein normales Leben führen werden können. Warum die Impfung so wichtig ist, darum wird es in den nächsten Minuten ohnehin drehen. Aber kurz vorab, wieso hat denn diese einzige Möglichkeit, warum hat diese Impfung keinen so guten Ruf? Ja, dafür gibt es mehrere Faktoren. Erstens einmal, der Österreicher ist ein bekannter Impfmuffel. Woher das kommt, weiß ich nicht. Zweitens gibt es diese Verschwörungstheoretiker, die einfach etwas behaupten, ohne zu belegen, woher sie das haben, ohne zu beweisen. Auch der Politik muss sich ein schlechtes Zeugnis ausstellen, weil sie ist nicht fähig, weder die Regierung noch die Opposition, die österreichische Bevölkerung ausreichend zu informieren über die Krankheit, über Impfungen und so weiter. Ja, und diese Unwissenheit, die nährt natürlich dann die Zweifler und nicht zuletzt auch die Verschwörungstheoretiker bzw. Verschwörungspraktiker, muss man mittlerweile auf jeden Fall, ja, schon sagen. Aber auch die Medien muss ich kritisieren, weil sie bringen sehr oft schlecht recherchiert, sensationsgeil, Halbwahrheiten oder sogar Unwahrheiten. Ein Beispiel, vor kurzem, Schlagzeile, groß fette Lettern auf der Titelseite, Tod nach Corona-Impfung. Im Blattinneren kann man dann im Kleingedruckten lesen, dass es sich um einen 91-jährigen Mann gehandelt hat, der sowieso schwerst krank war und viele Tage nach der Impfung, unabhängig im Zusammenhang mit der Impfung, an einer seiner schweren Erkrankungen verstorben ist. Also man muss das unbedingt durchlesen, seine eigene Meinung bilden und relativieren. Richtig. Seit Ende Dezember werden ja die ersten Impfungen von Pfizer und BioNTech verabreicht für viele Österreicherinnen, aber eben, wie gesagt, mit einem unguten Gefühl. Noch nie in der Geschichte ist so ein Impfstoff so schnell entwickelt und zugelassen worden und es ist noch dazu der erste mRNA-Impfstoff auf dem Markt, oder? Das ist richtig. Am Markt ja. Es wurde aber bereits seit 32 Jahren geforscht an Messenger-RNA. Seit 20 Jahren sehr intensiv. Es wurde auch ein Impfstoff, ein Ebola-Impfstoff bereits entwickelt, der dann nicht
bei dem dann nicht um die Zulassung angesucht wurde, weil inzwischen Ebola andersweitig ausgerottet werden konnte. mRNA gibt es auch in Medikamenten seit mehreren Jahren. So zum Beispiel in Krebsmedikamenten werden sie mit großem Erfolg eingesetzt. Normalerweise wird also ein Medikament über Jahre entwickelt. Warum ist das diesmal so kurzfristig gegangen? Ja, die Probleme bei einer Zulassung von Medikamenten, Impfstoffe sind erstens einmal finanzielle Probleme, bürokratische Hürden. Viele klinische Studien werden durchgeführt. Es gibt mutationsfreudige Viren und es gibt sehr oft dann auch wenige Probanden oder auch wenige Infektionen, wo man das alles testen kann. Das ist auch der Grund, wieso zum Beispiel es bis heute keinen Impfstoff gegen AIDS oder Hepatitis C gibt. Das heißt, kurz zusammengefasst, es gibt einfach sehr viele Probanden, es gibt sehr viel Geld, das quasi international in einen Topf geworfen wurde, mehr als sonst oder überproportional mehr als sonst. Ja. Und daher konnte das so beschleunigt werden. Richtig. Also und die Firmen haben, glaube ich, auch zusammengearbeitet. Teilweise arbeiten die Firmen zusammen. Auch die WHO und eben viele Länder haben viel Geld investiert, damit so rasch wie möglich ein Impfstoff zum Schutz der Bevölkerung, also zum Schutz unserer Zuseher, entwickelt werden konnten. Wie effektiv und wie sicher ist denn jetzt dieser Impfstoff, vor allem im Hinblick auf unbekannte Nebenwirkungen? Ja, die Effektivität der bis jetzt vorhandenen Impfstoffe oder des jetzt vorhandenen Impfstoffes bzw. jener, die demnächst zugelassen werden, ist 95%. Auf harmlose Nebenwirkungen, wie ich sie bei jeder Spritze, bei der Impfung bekommen kann, will ich aus Zeitgründen nur ganz kurz eingehen. Also diese bekannten Impfreaktionen. Richtig, Einstichstelle, Rötung, kurz erhöhte Temperatur, vielleicht ein bisschen Schwindel, Schüttelfrost. Allergien kann man prinzipiell schon auch bekommen, weil Allergien kann man ja auf alles bekommen. Mit unbekannten Nebenwirkungen ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu rechnen. Schwere Nebenwirkungen können prinzipiell auftreten, aber nicht häufiger als bei allen anderen Impfungen, also als zum Beispiel bei der Grippeimpfung. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 auf 1 Million bis 1 zu 4 Millionen kann es zu schweren Nebenwirkungen kommen, wobei hier in 90% der Fälle, also 9 von 10 Patienten, völlig symptomlos oder fast völlig symptomlos das Ganze ausheilt. Nur bei einem kann es zu schwerwiegenden Nebenwirkungen mit bleibenden Impfschaden kommen. Nur, wenn man bedenkt, dass wir in Österreich Anfang Dezember in einer Woche fast 1000 Todesfälle hatten und jetzt insgesamt fast 7000, so stellt sich für mich die Frage nicht, ob ich bei der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 40 Millionen einen schweren Impfschaden nicht in Kauf nehmen soll. Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, im Impfstoff der Firma Pfizer-BioNTech ist eine enthaltene Substanz Polyethylenglykol und die ist ja zwischendurch auch in die Schlagzeilen geraten, weil sie kritisch ist. Ja, also das ist eine Substanz, die ubiquitär vorkommt, das heißt auf Deutsch, die kommt in vielen Impfstoffen vor, in vielen Medikamenten, sogar in Medikamenten, die für Kleinkinder zugelassen sind, sogar in vielen Kosmetika vor. Also prinzipiell, wie gesagt, man kann auf alles allergisch reagieren. Mhm. Wenn ich jetzt Allergiker bin, wie schaut es denn aus? Soll ich dann nicht impfen gehen oder gibt es da andere Möglichkeiten? Allergiker muss man unterscheiden. Der normale, typische Pollenallergiker, der Allergiker auf Bienen-Wespengift, der soll sich auf jeden Fall impfen lassen. Man empfiehlt denen vorher eine halbe Stunde, Stunde ein Antihistaminikum, ein sogenanntes Antiallergikum einzunehmen und die sowieso vorgeschriebene Nachbeobachtungszeit von einer halben Stunde einzuhalten. Mhm. Was würden Sie jetzt einem trotzdem ängstlichen Menschen empfehlen? Wenn einer trotzdem ängstlich ist, egal ob er jetzt Corona durchgemacht hat oder wissentlich nicht durchgemacht hat, es gibt ja eine sehr hohe Dunkelziffer, kann sich dieser die Antikörper bestimmen lassen. Hier ist es wichtig, dass er einen Antikörpertiter bestimmen lässt, nicht ja oder nein, und noch dazu einen sogenannten Neutralisationstest macht. Also es ist wichtig, diesen quantitativen Corona-Antikörpertest inklusive Neutralisationstest machen zu lassen. Vollkommen richtig. Die sonst breit angebotenen Tests für wenige Euro, die sagen nur aus, ob der Patient
krank war oder nicht, aber nicht, ob er immun ist. Diese Tests werden in Österreich jedoch nur von der AGES und vom Virologischen Institut in Wien und Salzburg durchgeführt, werden normalerweise nur zu Forschungszwecken durchgeführt, aber man kann selbst dorthin gehen und sagen, ich möchte diesen Test machen lassen, kostet ca. 130 Euro und es wird auch empfohlen, vierteljährlich diesen Test wiederholen zu lassen. Was bewirkt die Impfung jetzt genau? Bin ich dann völlig Covid-resistent? Kann ich trotzdem erkranken? Kann ich das Virus unbemerkt weiter übertragen? Da gibt es jetzt so viele verwirrende Meldungen in den Medien. Ich muss ganz ehrlich sagen, trotz Recherche, ich kenne mich nicht aus. Ja, also diese derzeitigen Impfstoffe, die am Markt sind oder eben, wie gesagt, gerade für die Zulassung sind, bringen eine Wirksamkeit von 95%, dass sich an keinen schweren Verlauf erleide. Also diese 95% sind aus Studien heraus erarbeitet. Das ist keine Nummer, die irgendwo erfunden wurde, sondern die ist belegt. Durch zigtausend Untersuchungen. Ja. Ob man milde Symptome, ähnlich einem grippalen Infekt, bekommen kann, wissen wir derzeit nicht. Es spricht jedoch einiges dafür. Ob wir ansteckend sind, wissen wir auch nicht hundertprozentig. Wir wissen derzeit aber, wenn wir ansteckend sind, dann nur mit einer extrem geringen Viruslast. Das heißt, dass wir, wenn dann, gar nicht stark ansteckend sind. Das heißt aber, aus der Schlussfolgerung heraus, ich lasse mich vielleicht nicht nur wegen mir impfen, sondern auch wegen anderen, damit ich zum Beispiel meine Großmutter, meinen Großonkel, ältere Personen nicht so stark anstecken kann. Das ist der derzeitige Stand der Wissenschaft, Stand Mitte Jänner 2021. Mehr wissen wir leider noch nicht. Das heißt, es geht eigentlich um die Herdenimmunität. Das ist eigentlich das Einzige, was uns sozusagen retten kann und auf die wir hinarbeiten sollen. Erreichen wir jetzt diese Herdenimmunität durch die Impfungen oder müssen wir sowieso ab Herbst 2021 trotz, nehmen wir an, höherer Impfbereitschaft wieder mit Einschränkungen rechnen, wieder mit der Maske, mit Lockdowns, Geschäftsschließungen etc.? Wie ist da Ihre Meinung? Die Herdenimmunität erreichen wir, wenn mindestens 65-70% der Bevölkerung Antikörper haben. Optimal wären 80%. Und jetzt egal, ob ich diese Antikörper durch die Impfung oder wegen durchgemachter Erkrankung habe, das ist egal. Mhm. Ob wir Weihnachten 2021 so feiern können, wie wir es von 2019 gewohnt sind, hoffe ich. Das hängt von der Lieferfähigkeit des Impfstoffes, aber auch von der Impfbereitschaft ab. Mhm. Was ich bezweifle, ist, dass wir im Sommer 2021 wieder das ganz normale Leben leben können. Nicht wenige sagen sich ja auch, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem schweren Verlauf an Corona erkranke, ist gering, weil ich jung bin, weil ich fit bin etc. Also warum soll sich jeder oder jede ab 16 impfen lassen? Erstens einmal, das ist vollkommen richtig, die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken, gerade bei den Jungen, ist eher gering. Mhm. Aber was die meisten nicht bedenken, ist das sogenannte Post-Covid-Syndrom. Man versteht darunter Beschwerden, die lange Zeit anhalten können. Häufige Beschwerden sind Atemnot, Belastungseinschränkungen, rasche Ermüdbarkeit, Kopfschmerzen. Der berühmte Geschmacksverlust. Ja, aber mit dem können viele Leute, wenn es sich nicht um einen Koch handelt, leben. Aber in den letzten Tagen häufen sich auch vermehrt Potenzstörungen, anhaltende Potenzstörungen. Wie lange dieses Post-Covid-Syndrom und diese Beschwerden anhalten können, können wir heute noch nicht sagen, weil wir kennen die Krankheit erst seit einem Jahr. Wahrscheinlich viele Monate. Eine aktuelle Studie sagt, dass 40% aller Leute 4 Monate nach Infektion noch immer 4 Symptome haben und 70% nach einem halben bis dreiviertel Jahr noch immer 1 Symptom haben. Und es gibt auch Hinweise aufgrund von computertechnischen Untersuchungen der Lunge von Leuten, die Covid hatten, dass es zu solchen Schäden kommt, dass die zeitlebenslang Atemnot haben werden. Also alles das sind schon Gründe, die für eine Impfung sprechen. Wird uns jetzt so eine zweimalige Impfung gegen Covid-19
dauerhaft schützen? Oder müssen wir so wie bei der Grippeimpfung regelmäßig impfen gehen? Wir haben ja gesehen, das Virus mutiert mittlerweile stark. Es gibt etwa 20 bis 35 Mutationen, seit wir das Virus kennen. Drei davon, ganz aktuell seit gestern, sind stärker mutiert. Aber alle diese Mutationen sind noch immer so gering, damit der Wirkstoff, damit die Impfstoffe wirken können. Das heißt, im Moment gibt es keinen Hinweis, dass wir wirklich alle Jahre, so wie bei der Grippeimpfung, nachimpfen müssen. Wir bilden Antikörper auf diese Impfstoffe. In etwa zwei bis viereinhalbmal so viele Antikörper wie ein Corona-Erkrankter. Also es ist sehr viel da vorhanden. Nur sind diese Antikörper weniger wirksam und weniger effektiv als nach einer Infektion. Österreich impft gegen Covid-19 seit dem 27. Dezember. Die Zahlen ändern sich eigentlich täglich. Also im Jänner geplant waren bis vor kurzem 200.000. Wie gesagt, die Zahlen sind momentan nicht greifbar, sie ändern sich täglich. Man merkt aber dahinter eine Impfstrategie, die hinterfragenswert ist. Und da stellt sich auch die Frage, wie stehen Sie dazu? Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Erstens einmal, dass wir in Österreich etwas später impfen, oder wir in der EU etwas später impfen als andere Länder wie Großbritannien, Amerika, Russland. Israel, ja, hat schon auch seine Berechtigung. Es handelt sich nur um ein paar Tage, eventuell ein paar Wochen, weil die EMA etwas länger untersucht hat, um nicht eine überstürzte Notfallszulassung durchführen zu müssen. Das ist gut so. Aber wieso jetzt, wo wir genug Impfstoffe, genug unter Anführungszeichen natürlich, in Österreich haben, nicht ruckzuck mit den Impfen begonnen wird, das kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem die angegebenen Logistikprobleme, die kann ich nicht nachvollziehen. Ein extrem kritischer Punkt ist ja auch, wie ich finde, die direkte oder indirekte Impfpflicht. Das heißt, ob man jetzt ein Flugzeug, eine Firma oder ein Konzert betreten darf, darf man nur dann, wenn man geimpft ist. Der Bundeskanzler und die Bundesregierung haben eine direkte Impfpflicht bis jetzt immer ausgeschlossen. Für mich stellen sich da jetzt mehrere Fragen. Ist so eine Impfpflicht aus medizinischer Sicht sinnvoll? Kann man sowas überhaupt praktisch umsetzen? Und ist das überhaupt gesetzlich durchsetzbar und moralisch und ethisch vertretbar? Also die Direktimpfpflicht wäre in dieser schweren Pandemie sicher sinnvoll. Wir hatten in Österreich bis vor 40 Jahren eine Impfpflicht gegen Pocken. Und da hat sich auch keiner aufgeregt. Wir Ärzte wollen jedoch aus ethischen und auch juristischen Gründen die direkte Impfpflicht nicht. Gegen die indirekte sind wir natürlich nicht. Weil die indirekte Impfpflicht ist ja ein eher juristisches Problem. Es gibt das sogenannte Hausrecht. Das bedeutet, dass jeder Besitzer einer Wohnung, eines Hauses entscheiden kann, wen er in seine Wohnung, in sein Haus lässt und unter welchen Voraussetzungen. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Gastwirt von einem kleinen Lokal hat zwei Mitarbeiter. Alle drei bedienen einen Gast. Stunden später wird bei dem Covid-19 festgestellt. Es handelt sich um K1-Kontaktpersonen. Der Wirt muss das Lokal für 10 Tage schließen und in Quarantäne gehen. Jetzt hat der Wirt sowieso durch diese vielen Schließungen in den Lockdowns bereits solche finanziellen Verluste, dass er jetzt bankrott geht. Die Existenz von drei Familien ist also gefährdet und auch die Zulieferer haben Umsatzeinbußen. Also ich glaube nicht, dass man es diesem Wirt verdenken kann, wenn er darauf besteht, dass seine Gäste entweder einen gültigen Impfausweis, einen positiven Antikörperausweis oder einen negativen Antigennachweis hat. Im Laufe des heurigen Jahres kommen ja auch noch neue Covid-Impfstoffe auf den Markt. Moderna hat bereits die Zulassung erhalten, AstraZeneca wird dann wahrscheinlich folgen. Und damit gibt es neben den neuen mRNA-Impfstoffen auch klassische Vektorimpfstoffe. Was bedeutet das jetzt für uns als Patienten? Also für uns als Patienten bedeutet das in diesem Fall nicht sehr viel. Wir können uns den Impfstoff derzeit nicht aussuchen. Also prinzipiell, wenn ich jetzt mich Grippe impfen lassen will, lasse ich mich von meinem Arzt informieren, welche Impfstoffe gibt es, Vor- und Nachteile für mein Alter, für meinen Gesundheitszustand und so weiter. Und entscheide dann, welchen Grippeimpfstoff ich haben will.
Das können wir in Österreich derzeit mit dem Corona-Impfstoff nicht. Der Corona-Impfstoff wird von der EU zugeteilt. Österreich teilt die Impfstoffe den Ländern zu und diese geben die zur Impfung frei. Also derzeit kann ich mir nicht aussuchen, welchen Impfstoff ich habe. Ich kann mich nur informieren und wenn mir der Impfstoff nicht zusagt, dann sage ich halt, ich lasse mich mit diesem Impfstoff nicht impfen. Könnte sich das im Laufe des Jahres ändern, wenn mehr Impfstoffdosen vorhanden sind? Ja, da bin ich sicher, ja. Mhm. Impfstoffe gegen Covid-19 sind das eine, aber ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, sind Medikamente zur Heilung. Wir haben da ganz kurz schon drüber gesprochen. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Ja, also wie gesagt, es gibt Medikamente außer dem Cortison, das man bei schweren Verläufen einsetzt, das schon seit längerem, alle in frühen Stadien der Erforschung, außer, wie gesagt, ganz aktuell diese monoklonalen Antikörper, die sehr vielversprechend sind, aber die natürlich auch noch erforscht werden müssen. Was halten Sie eigentlich von den Antigen-Massentests? Sind die ein geeignetes Testverfahren und was hilft es eigentlich jetzt wirklich, wenn so viel getestet wird? Sagen wir so, in erster Linie soll man jetzt nicht testen, 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 sondern impfen, impfen, impfen. Solange wir aber nur so wenig Impfstoff haben, müssen wir Antigentests durchführen, auch wenn diese eher sehr fehleranfällig sind. Interessant sind diese, vor allem diese Massentests für die Wirtschaft, weil jeder Tag Lockdown viel Geld kostet und da kann man den Lockdown, die Lockdown-Phasen reduzieren. Interessant sind sie auch im Krankenhaus, Pflegeheimen, Altersheimen, um dort die Infektionsrate zu senken. Oder auch überall interessant, in Gebieten, wo eine hohe Corona-Inzidenz herrscht. Vielfach bemängelt wurden auch die Strategien der österreichischen Bundesregierung zur Corona-Eindämmung, speziell ab Herbst. Hat die österreichische Bundesregierung da Ihrer Meinung nach versagt oder ist so etwas kaum planbar? Ich meine, wir hatten ja in den letzten Jahren doch auch einige Epidemien, zum Beispiel Ebola oder die Vogelgrippe, SARS etc. Naja, ich glaube, wie Sie mich kennen, halte ich mich normalerweise aus politischen Fragen raus. Nur in diesem Fall, wo es wirklich um eine tödliche Pandemie geht, mit Millionen Toten auf der ganzen Welt, muss sich schon die Politik, die Politiker, aber nicht nur die Regierung, sondern auch die Opposition massiv kritisieren. Es läuft so viel schief. Tut mir leid. Eine abschließende Frage noch, Herr Dr. Elseer. Werden Sie sich impfen lassen? Ja, hätten Sie mir die Frage vor 2 Wochen gestellt, hätte ich möglicherweise noch mit Nein geantwortet, weil ich sowieso nach durchgemachter Covid-Infektion sehr viele neutralisierende Antikörper habe und im Moment immun bin. Nach einem Telefonat mit einem Infektionsexperten, Professor Kollaritsch von Wien, habe ich mich jedoch entschlossen, auf seine Empfehlung hin, mich so bald wie möglich auch impfen zu lassen. Ja, ich lasse mich impfen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen noch alles Gute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war's mit unserem Corona-Impftalk. Bleiben oder werden Sie gesund. Auf Wiedersehen.